ich muss erstmal sagen, ich bin erstmal ganz groß und stolz auf euch, dass ihr alle hier seid, dass ihr uns begleitet habt. Es geht natürlich hier nicht nur um den Bereich Sicherheit, wo wir natürlich immer noch unter den Mindestlohn von 7,50 Euro unsere Tätigkeit verrichten. Es geht natürlich hier um alle Kollegen und Kolleginnen. Und es kann nicht sein, dass der Arbeitgeber uns bedroht, unser Streikmaterial entwendet, zerstört, bloß um den Streik zu unterdrücken und dass wir unsere Forderungen keine Luft machen können. Nun gibt es ja bei der CFM eine ganze Reihe von euch, wenn nicht fast alle, will ich mal sagen, die tatsächlich im Dreischichtsystem stehen, die früh, spät, in der Nacht, an Feiertagen arbeiten, während der Arbeitgeber zu Hause sitzt an Weihnachten, Silvester mit seiner Familie und sich darüber freut, dass seine Provision noch höher steigt, weil wir noch arbeiten müssen. Vielleicht sollten wir hier auch noch mal kurz auf die 168 Millionen zurückkommen, die die CFM seit der Gründung eingespart hat. Und ich muss ehrlich sagen, für mich ist das natürlich jetzt unverständlich, warum der Arbeitgeber zu uns kommt und sagt, er hat kein Geld. Wer 168 Millionen einspart, der hat Geld auf uns! Mehr will ich dazu erstmal gar nicht sagen. Ich denke mal, es ist ja schon viel gesagt worden und immer wieder wiederholt worden, aber trotzdem ist es wichtig. Und wie gesagt, macht weiter so, lasst euch nicht unterkriegen, wir tun es auch nicht.